Wenn das klappt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, an den Bildschirmen zu Hause oder bei der Arbeit, wo auch immer. Ich grüße Sie ganz herzlich, heiße Sie willkommen, hoffe, Sie haben einen guten Empfang, akustisch und optisch, und freue mich, dass Sie hier teilnehmen an dieser Bürgervorlesung, eine Veranstaltung im Rahmen jetzt auch der Merz-Stiftungsprofessur. Wir danken ganz herzlich den Repräsentanten der Firma Merz, allen voran dem Geschäftsführer Herrn Andreas Meyer, der auch hier angemeldet ist zu der Veranstaltung. Und ich melde mich hier aus der Hautklinik, aus der Universitätsklinik, mitten aus der Arbeit, wie Sie am Kittel sehen. Mein Name ist Roland Kaufmann. Ich arbeite hier an der Hautklinik. Jetzt ist aber meine Aufgabe als Kuratoriumsvorsitzender, diese Veranstaltung zu moderieren. Und dazu begrüße ich erstmal ganz herzlich unsere Vizepräsidentin, Frau Professor Christiane Thomsen. Sie ist im Fachbereich der Erziehungswissenschaften im Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaften, und sie wird im Namen der Goethe-Universität ein Grußwort an uns alle richten. Bitte, Frau Thomsen. Herzlichen Dank, Herr Professor Kaufmann. Ja, sehr geehrte Frau Professorin Vereschild, sehr geehrter Herr Professor Reif, sehr geehrter Herr Professor Kaufmann, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Als wir das Thema der Bürgeruniversität geplant haben, haben wir nur erahnen können, wie aktuell es erneut sein würde. Das heißt konkret, mit welchen Inzidenzen wir es in diesem Winter zu tun haben würden. Und es vergeht ja auch kein Tag ohne Berichte in den Medien zur Impfung, zur Impfpflicht, zu sinnvollen Schutzmaßnahmen und jüngst nun auch zu einer neuen Virusvariante, die in ihrer Gefährlichkeit bislang noch gar nicht eingeschätzt werden kann. Vielleicht waren Sie schon bei unserer ersten Veranstaltung dieser Reihe dabei, als die Virologin Sandra Ciesek und der Pharmazeut Theodor Dingermann über die Erfolge und Aussichten der Coronavirus-Forschung diskutiert haben. Das heutige Thema, die psychischen, physischen Langzeitfolgen der Covid-Erkrankung, ist es sehr viel stiller. Weshalb es, meine ich, umso wichtiger ist, darüber zu sprechen. Das beginnt etwa mit der Frage, was ist Long-Covid eigentlich? Wie können wir unterscheiden, wo von einer Krankheit zu sprechen ist und wo sind wir nach 2 Jahren Pandemie einfach nur erschöpft? Wie viele Menschen leiden still daran, an Konzentrationsschwäche, an Niedergeschlagenheit, an Müdigkeit, an vielem anderen mehr? Wie viele haben gar nicht die Kraft, sich zu Wort zu melden? Und schließlich, wie viele wissen vielleicht gar nicht, dass es die Folgen einer Covid-Erkrankung sind, die sie beeinträchtigen? Wie viele nehmen Symptome vielleicht gar nicht als das, was sie sind? Sind es nur wenige Prozent der Erkrankten oder 2/3, wie kürzlich zu lesen war? Trifft es Kinder genauso wie ältere Menschen, vormals Gesunde oder nur Vorerkrankte? Für die Betroffenen ist es schon ein wichtiger Schritt, dass ihre Krankheit überhaupt erkannt und anerkannt wird. Und wichtig ist dann natürlich auch, dass wir erfahren, was die Forschung im Moment über die Gründe von Long-Covid weiß und was sie auch weiß über die Möglichkeiten, etwas gegen die Ursachen zu tun und Symptome zu behandeln. Das mag eine genauso große Herausforderung sein, wie Impfstoffe zu entwickeln. Wir sind deshalb sehr froh, heute die Infektiologin Frau Professorin Maria Vereschild und den Psychiater Herrn Professor Andreas Reif begrüßen zu können. Beide forschen am Universitätsklinikum Frankfurt unter anderem zu Long-Covid und beide stehen im Kontakt mit Menschen, die an Long-Covid erkrankt sind. Erfahrungen, von denen sie uns heute berichten werden. Die Bürgeruniversität haben wir genau aus diesem Grund ins Leben gerufen, damit Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen
und über gesellschaftsrelevante Themen diskutieren können. Seit der Pandemie haben wir noch einmal erlebt, wie wichtig dieser Austausch ist, aber auch, wie brisant er sein kann, denn Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen erleben aktuell auch Angriffe und Anfeindungen, die mit einer Weigerung zu tun haben, wissenschaftliche Expertise anzuerkennen, die auch mit der Instrumentalisierung von Ängsten zu tun haben. Umso wichtiger ist, dass die Goethe-Universität ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnimmt und den sachlichen Austausch zu wichtigen Themen mit Experten und Expertinnen fördert. Und wir sind sehr froh darüber, dass Herr Reif und Frau Fehreschild sich heute unseren Fragen stellen. Den Dialog mit der Gesellschaft vollziehen wir als Universität aber noch in einem anderen Sinne, dass wir nämlich nicht nur in die Gesellschaft hineinwirken, sondern dass wir auch von der Gesellschaft unterstützt werden und Impulse aufnehmen, wie etwa durch die Friedrich-Merz-Stiftungsprofessur. Seit mehr als 30 Jahren fördert sie einmal im Jahr eine Gastprofessur zum Schwerpunkt Pharmazie und Humanmedizin. Das war in den letzten beiden Jahren pandemiebedingt nicht möglich. Umso mehr freuen wir uns über diese Diskussionsveranstaltung, welche die Friedrich-Merz-Stiftungsprofessur möglich macht. Die Stiftung hat die Goethe-Universität aber auch in der akuten Notlage der Pandemie unterstützt, indem sie Mittel für den Corona-Fonds gespendet hat. Dieser Fonds fördert die Forschung aller Wissenschaften an unserer Universität zur Corona-Erkrankung. Auch dafür möchte ich im Namen der Universität herzlich danken. Kommen wir nun zum Programm des heutigen Abends. Ich danke Ihnen, Herr Professor Kaufmann, dass Sie die Moderation übernehmen und übergebe an Sie gerne mit den besten Wünschen für eine erkenntnisreiche Veranstaltung. Vielen Dank. Liebe Frau Thomsen, liebe Frau Vizepräsidentin, vielen Dank für diese interessante Einführung und die Grußworte. Dem Dank kann ich mich nur anschließen. Und Sie haben schon einige interessante Fragen formuliert und aufgeworfen. Und vielleicht an alle Sie an den Bildschirmen, nutzen Sie in der unteren Funktionsleiste die Chat-Funktion, mit der Sie ja sicher vertraut sind. Formulieren Sie Fragen kurz. Wir werden versuchen, diese aufzugreifen. Hören jetzt einleitend die Impulsreferate unserer Expertin und unseres Experten. Beginnen wird Frau Professor Fehreschild, die Leiterin unseres Schwerpunktes Infektiologie am Universitätsklinikum. Und Frau Thomsen, die Vizepräsidentin, hat sie ja schon kurz vorgestellt. Es freut mich sehr, dass Sie heute hier sein können. Frau Fehreschild ist leider etwas selbst erkältet und erkrankt und arbeitet trotzdem von zu Hause aus. Also ganz lieben Dank, dass Sie sich hier bereit halten und dass Sie auch noch für die Diskussion zur Verfügung stehen werden. Ich übergebe jetzt erstmal das Wort an Frau Fehreschild. Sie wird dann im Anschluss an Ihr Impulsreferat übergeben an den Direktor unserer Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, Herrn Professor Dr. Andreas Reif. Und im Anschluss an beide Impulsreferate werden wir dann gemeinsam diskutieren. Bitte, Frau Fehreschild. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und ich hoffe, meine Stimme ist nicht zu belegt. Können Sie denn meine Slides sehen? Ist das alles gut so? Bestens, ja. Super, okay, dann fange ich mal an. Long-Covid ist ein ganz schwieriges Thema, aber ich finde, Frau Thomsen hat gerade auch schon ganz wichtige Dinge gesagt und das möchte ich eigentlich auch mit diesem Vortrag sehr stark hervorheben. Es ist hier ganz wichtig bei diesem Thema, die Patientinnen und Patienten, die Betroffenen zu hören und sich nicht eine Meinung zu bilden, ohne sich damit wirklich in der Tiefe auseinandergesetzt zu haben. Bevor ich jetzt wirklich auf Long-Covid eingehe, möchte ich noch mal so ein bisschen auf die akute Covid-Erkrankung eingehen, weil das Long-Covid natürlich nicht aus dem Nichts entsteht, sondern ja Folge der akuten Erkrankung ist. Und deshalb leiten sich auch viele Aspekte, die dafür wichtig sind, eben aus der akuten Erkrankung ab. Ganz wichtig nochmal, Aerosole sind der Hauptübertragungsweg, das weiß nun wirklich jeder mittlerweile.
Und Infektionen über Oberflächen sind eben nicht ganz so relevant, sondern die Aerosole kommen dann natürlich in Kontakt mit unseren Schleimhäuten und über die Schleimhäute erfolgt dann der Eintritt in die Zellen unseres Körpers. Und dafür nutzt das SARS-CoV-2-Virus das sogenannte Spike-Protein. Das ist hier so ein Oberflächenmarker des Virus, das Sie mittlerweile auch schon alle kennen. Und es heftet sich mit diesem Spike-Protein an den ACE2-Rezeptor an. Darüber kann es dann in die menschliche Zelle eintreten und dann die Zelle zwingen, die Bauteile, die in der genetischen Struktur dieses Virus festgeschrieben sind, zu bauen und sich dann eben selbst replizieren lassen durch die Zellen. Und diese ACE2-Rezeptoren, die also das Eindringen in die Zellen ermöglichen, die sind auf ganz vielen verschiedenen Zellen in unserem Körper vorhanden. Und das bedeutet dann im Umkehrschluss auch, dass dieses Virus in ganz viele verschiedene Organe eindringen kann und man deshalb auch ein so vielfältiges Symptomspektrum hat bei dieser Erkrankung. Hier ist das nochmal ganz schön dargestellt. Die häufigste Manifestation ist natürlich die Lungenentzündung. Aber wie man hier sieht, gibt es auch noch ganz viele andere Erkrankungen. Und sehr häufig sind daneben noch hier Probleme, die sich dann im neurologischen Bereich abspielen, an der Haut, im Gastrointestinaltrakt, dann Probleme, die von den Gefäßen her entstehen, kardiovaskuläre, also um das Herz gruppierte Probleme, dann endokrinologische Probleme, es kann zu Zuckerentgleisungen kommen oder auch Probleme mit den Nieren. Und das alles setzt sich natürlich dann später auch in einer Long-Covid-Historie möglicherweise weiter fort. Ein ganz wichtiger ein Schlüsselwort für Long-Covid ist sicherlich auch die Inflammation, also die Entzündung. Und auch die spielt schon in der akuten Erkrankung eine ganz wichtige Rolle. Bestimmt haben Sie auch schon gehört, dass es mehrere Phasen gibt in der akuten Erkrankung. Erstmal haben wir die frühe Phase, wo das Virus vor allem repliziert erst einmal. Hier kann man zwar schon Symptome haben, aber die Entzündung steht meistens noch nicht so im Vordergrund. Manche Betroffene, die werden hier auch schon wieder asymptomatisch danach oder werden gar nicht erst symptomatisch. Das ist so die grüne Linie hier unten. Aber andere Menschen entwickeln dann auch Probleme mit der Lunge, also mit der Atmung. Das sind hier die grauen und die rote Linie. Und wenn dann die Entzündung vom Körper nicht richtig reguliert werden kann, die auf das Virus reagieren soll eigentlich, um es einzudämmen, dann kann es zu einer sogenannten Hyperinflammation kommen. Und das sind in der Regel die Patientinnen und Patienten, die schwere Verläufe erleiden. Und diese Hyperinflammation oder überschießende Entzündung, die spielt wahrscheinlich auch eine große Rolle bei den Long-Covid-Problemen. Wir haben hier also insgesamt links die Situation der akuten Infektion und viele Menschen erholen sich hier auch vollständig, aber einige Personen eben nicht. Die haben dann persistierende Symptome, die auch in organbezogene Komplikationen sich ausweiten können und die auch wirklich über längere Zeiträume persistieren können. Man sollte sich jetzt hier von der Größe der Kreise nicht so beeinflussen lassen. Es ist jetzt nicht so, dass die Mehrzahl der Menschen, die Covid entwickelt, auch Long-Covid entwickelt. Das ist hier ein bisschen missverständlich, sondern die Mehrzahl hat ein Full Recovery, also eine volle Genesung. Die, die dann aber Probleme entwickeln, die bedürfen wirklich einer komplexen Betreuung. Und das ist auch eine der großen Herausforderungen bei diesem Krankheitsbild. Man muss erst einmal die Symptome richtig erkennen und einordnen. Es bedarf Ärzten, die überhaupt schon einmal Kontakt mit diesem Krankheitsbild hatten und überhaupt verstehen, wonach sie gucken müssen. Man braucht oft psychologische Unterstützung. Rehabilitation kann ein sehr wichtiger Aspekt sein, je nachdem, wie die individuelle Ausprägung dieses Long-Covid-Problems
Problems jetzt beschaffen ist. Und möglicherweise sind die Menschen so beeinträchtigt in ihrem alltäglichen Leben, dass sie auch soziale Dienste in Anspruch nehmen müssen. Und deshalb ist das Ganze eine so große Herausforderung für unser Gesundheitssystem und möglicherweise, ja nicht möglicherweise, sondern für unsere ganze Gesellschaft. Jetzt hat man sich schon bemüht, das Ganze ein bisschen zu formalisieren. Das ist auch gerade für die Forschung immer ganz wichtig, denn wenn man die Dinge nicht formalisiert und kategorisiert, dann kann man auch nicht so gut Studien dazu durchführen und bestimmte Patientengruppen auch nicht so gut vergleichen. Und ich habe mal hier diese Definitionen aus der deutschen Leitlinie übernommen. Da schaut man sich hier erstmal das akute Covid-Syndrom an, also das dauert 4 Wochen. Und dann kommt eine fortwährend symptomatische Covid-19-Infektion, das ist bis Woche 12. Und ab Woche 12 spricht man dann von Post-Covid-Syndrom. Also das sind dann wirklich die längerfristig persistierenden Symptome, obwohl die akute Erkrankung jetzt definitiv vorbei ist. Und alles, was hier über diese akute Erkrankungszeit hinausgeht, das subsumiert man dann unter dem Begriff Long-Covid. Aber ich denke wirklich am relevantesten, da ja am längsten bestehend, ist dieses Post-Covid-Syndrom. Diese Definition wurde ganz ähnlich auch kürzlich von der WHO bestätigt. Ich zeige es jetzt aber nicht nochmal. Ich denke, das langweilt Sie jetzt eher, wenn ich hier verschiedene Definitionen hoch und runter bete. Wie häufig ist denn das und welche Symptome sind eigentlich am häufigsten? Die verschiedenen Symptomkombinationen, die Patientinnen und Patienten haben können, die sind wirklich ganz unterschiedlich, wobei man schon beobachtet, wenn man mehr Patienten gibt, dass bestimmte Symptome öfter in Gruppen auftreten und eher seltener mit anderen Symptomen zusammen. Was eben am häufigsten ist, sind die Ermüdungserscheinungen, auch als Fatigue bezeichnet, dann Atembeschwerden, Leistungs- und Aktivitätseinschränkungen, Kopfschmerzen, Riech- und Schmeckstörungen. Dann gibt es noch eine ganze Reihe an Symptomen, die Sie hier in der Tabelle sehen, die dann häufig oder eben selten auftreten. Wie häufig man überhaupt Long-Covid-Symptome entwickelt im Anschluss an eine akute Covid-Infektion, da gibt es sehr widersprüchliche Publikationen zu. Wenn man das jetzt aber, ich sag mal, alles so mal versucht zu mitteln, dann kommt man auf ungefähr 15% aller Patienten. Aber auch das, da fangen wir dann wieder an mit den Definitionen, hängt natürlich davon ab, ob ich jetzt mir Long-Covid oder Post-Covid dann angucke. Und je nachdem können die Zahlen dann natürlich auch nochmal variieren. Was ist jetzt zum Beispiel mit sehr häufig gemeint? Hier auch nochmal eine Übersicht aus dieser Leitlinie. Fatigue wird da bei fast der Hälfte der betroffenen Personen beobachtet und Atembeschwerden bei etwas mehr als einem Drittel zum Beispiel. Das ist ja schon sehr häufig. Jetzt kommen wir zu den Ursachen. Die Ursachen näher einzugrenzen ist extrem wichtig für uns, weil wir Medikamente am besten entwickeln können, wenn wir die Ursachen kennen, also die Pathogenese der Erkrankung. Denn nur dann können wir Anhaltspunkte identifizieren, an die dann Medikamente auch ansetzen können. Es gibt da im Moment sehr viele verschiedene Anhaltspunkte. Eine Viruspersistenz wird immer wieder diskutiert als ein Auslöser dieses Syndroms. Genetische Faktoren könnten eine Rolle spielen. Manche Personen sind vielleicht anfälliger für so ein Long- oder Post-Covid-Syndrom als andere. Autoimmunprozesse spielen mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit eine Rolle. Dann kommt diese Hyperinflammation wieder ins Spiel, dass also diese Entzündungsreaktion, die wir schon bei der akuten Erkrankung sehen, nicht aufhört, sondern auch oft in Wellen einfach immer wiederkommt. Und dann spielt irgendwann auch ein Gewebsschaden eine Rolle, wenn es immer weiter einen Entzündungsreiz gibt. Und all diese Dinge, die können dann in Organschäden resultieren.
aber müssen sie auch nicht zwingend. Und das finde ich nochmal ganz wichtig zu betonen. Es gibt auch Patientinnen und Patienten, bei denen kann man mit unseren Standardmethoden der Medizin keine besonderen Befunde erheben, aber es geht ihnen trotzdem objektiv nicht gut und sie sind nicht so leistungsfähig wie vorher. Und da ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wo wir als Wissenschaftlerinnen und Ärztinnen auch schauen müssen, okay, unsere Standardmethoden haben hier uns jetzt nichts gezeigt, aber wir müssen diese Menschen trotzdem ernst nehmen. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was wir noch viel weiter vertiefen müssen, diese Zusammenarbeit zwischen ExpertInnen und PatientInnen. Und hier gibt es einen ganz schönen Artikel, den ich Ihnen sehr empfehlen würde, wenn Sie sich insgesamt für dieses Thema interessieren. Der ist von dem Kolumnisten Ed Yong geschrieben, der im The Atlantic regelmäßig zu diesem und anderen Gesundheitsthemen publiziert. Und das ist wirklich sehr lesenswert. Und er hat hier sehr gut aufgearbeitet, wie die Long-Covid-Erkrankung eigentlich erst über die Stimmen der PatientInnen richtig in das Bewusstsein der Welt gerückt ist, weil viele ExpertInnen das Ganze erst gar nicht so richtig ernst genommen haben. Und da stehen wir im Moment immer noch. Also ich denke, wir sind jetzt schon ein bisschen weitergekommen in diesem Brückenschlag, den ich jetzt hier einmal im Bild dargestellt habe. Aber wir müssen da noch viel mehr dran arbeiten, weil die Informationen, die wir brauchen, die kommen eben von den PatientInnen. Und wir brauchen die, um hier sinnvolle Therapien entwickeln zu können. Aber wie kommt es denn, dass hier so eine große Kluft ist? Das ist jetzt auch nicht irgendwie was ganz Neues. Das gibt es auch bei anderen Erkrankungen, dieses Problem. Ich habe mir mal überlegt, warum das jetzt bei Long-Covid spezifisch so ist. Zum einen gibt es andere Erkrankungen, das haben Sie vielleicht auch schon gehört, die bestimmte Aspekte von Long-Covid auch reflektieren. Diese Erkrankungen gab es auch schon vor dem Auftreten von Corona. Und schon in dieser Zeit haben viele Ärztinnen und Ärzte, die noch nicht so ganz in das Repertoire der Schulmedizin integrieren wollen, sage ich jetzt mal. Ob das gerechtfertigt ist oder nicht, das will ich jetzt gar nicht hier diskutieren. Aber die hatten einfach so ein bisschen den Ruf, dass man sich noch nicht so ganz sicher war, ob man das jetzt ernst nehmen soll. Das ist zum Beispiel hier das Chronic Fatigue Syndrom oder auch myalgische Enzephalomyelitis genannt. Das ist ein Krankheitsbild, was eben auch diesen Long-Covid-Problem sehr ähnlich ist, aber nach verschiedensten Infektionen auftreten kann. Dann zum Beispiel das posturale Tachykardie-Syndrom. Das ist ein Problem, wo einfach die Herzfrequenz ganz inadäquat an unsere aktuelle Haltung sozusagen ein Eigenleben entwickelt. Eigentlich soll unsere Herzfrequenz uns ja helfen, immer in allen Organen den richtigen Blutstrom, den richtigen Druck zu unterhalten. Wenn diese Herzfrequenz nicht adäquat reagiert, dann wird zum Beispiel auch unser Gehirn nicht korrekt durchblutet und dann können wir Schwindel empfinden. Und so ein inadäquates Herzfrequenzverhalten, das gibt es eben auch bei den Covid-Patienten sehr oft. Und deshalb gibt es hier auch eine bestimmte Überlappung. Dann gibt es hier als anderes Beispiel noch das Mastzellaktivierungssyndrom. Das hat ein sehr breites Spektrum an Symptomen, da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Aber auch hier gibt es viele Überlappungen, wo man denkt, das kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor. Aber gerade weil das vorher nicht so richtig ernst genommen wurde, hatte Long-Covid vielleicht einen schwierigen Start, weil alle sich immer daran erinnert gefühlt haben. Dann gibt es die Herausforderung, das Hintergrundrauschen gut herauszuarbeiten. Was meine ich damit? Wenn man jetzt genau definieren will, was ist denn genau ein Symptom von Long-Covid? Und was ist vielleicht ein Symptom, was aus einem ganz anderen Grund entstanden ist, der aber auch in der Historie dieses Patienten, dieser Patientin zu finden ist? Ein gutes Beispiel ist das Post-Intensive Care Syndrome, also
ein Syndrom, was Beschwerden bezeichnet, die nach einem Intensivaufenthalt regelhaft bei PatientInnen auftreten. Das gab es natürlich auch schon vor Covid, denn natürlich wurden auch schon vorher Menschen auf Intensivstationen sehr lange behandelt. Das beinhaltet zum Beispiel auch Muskelschwäche in einer sehr hohen Prozentzahl oder auch kognitive Probleme und Nervenschäden. Und jetzt muss ich irgendwie herausarbeiten, denn viele der PatientInnen, die jetzt Long-Covid haben, was davon ist eigentlich Aufenthalt ist und was ist später Long-Covid eben zuzuordnen? Und das ist gar nicht so einfach, wie man vielleicht erst mal denken würde. Und hier noch so ein anderes Beispiel für das Hintergrundrauschen. Das wurde auch von Frau Thompson schon so ein bisschen angedeutet. Es ist ja schon so, und da hören wir auch gleich von Herrn Reif noch was, dass diese beiden Jahre, die wir jetzt hinter uns haben, die sind wohl an keinem von uns spurlos vorbeigegangen. Und ich glaube, niemand würde sagen, ich fühle mich genauso wie im Sommer 2019. Bei mir hat sich überhaupt nichts verändert. Meine Laune ist genauso, mein Gesundheitsverhalten ist genauso. Kann man, glaube ich, wirklich nicht mehr sagen heutzutage. Und da ist es dann eben schwierig herauszudifferenzieren wieder, was ist jetzt Long-Covid und was ist einfach der allgemeine Effekt von Covid auf unsere Gesellschaft. Hier ist mal ein Beispiel, wo in einer Studie Schülerinnen und Schüler in Sachsen in den Klassen 8 bis 12 untersucht wurden und ein Teil hatte noch kein Covid gehabt und der andere eben schon. Und dann hat man eben viele Symptome erfragt, die für Long-Covid typisch sind und hat zwischen diesen Gruppen überhaupt keine Unterschiede gesehen. Jetzt könnte man natürlich als böser Zweifler sagen, ach so, ja, da sieht man es doch, es gibt gar nicht Long-Covid, das ist alles erfunden. Aber das will ich damit nicht sagen. Ich will damit nur sagen, wahrscheinlich ist die Inzidenz von Long-Covid in der Gruppe der Kinder sowieso schon kleiner als bei Erwachsenen. Und es ist dann eben eine besonders große Herausforderung, herauszuarbeiten, wer von denen jetzt Long-Covid hat und wer eben nicht. Das bedeutet aber nicht, dass es das da nicht gibt. Es wird einfach nur noch schwieriger sein, zu identifizieren. Und letztens Experten für Long-Covid, weil es Covid niemand Gebieten tätig sind. Es sind ja nicht Belastforschung auch rausgeflogen. Frau Fehrenschild. Hallo, bin ich wieder da? An welcher Stelle bin ich rausgeflogen? Wo soll ich weitermachen? Frau Fehrenschild, vielleicht, dass Sie die letzte Folie noch mal aufgreifen. Ich hoffe, dass das technisch von der Regie aus klappt. Und bitte alle Hören Ihre Stummschalter. Ich höre Sie zumindest. Ich bitte alle, Ihre Stummschaltung, falls das nicht von der zentralen Regie aus erfolgt ist, zu aktivieren und das Mikrofon auszuschalten, was ich jetzt auch wieder tue. Ist das Sie mir da ein Zeichen geben sollen? Genau, ich sagte eben, wie natürlich alle, wenn man sich jetzt auf die hinzukommt noch, dass all diese Quereinsteiger sich ganz besonders stark vernetzen müssen, weil dieses Krankheitsbild eben eines sehr multidisziplinären Ansatzes bedarf.
Das versucht auch die Long-Covid-Leitlinie nochmal hier darzustellen. Man braucht erstmal die Leute, die sich die PatientInnen erstmal angucken und versuchen, das einzuordnen und das genaue Krankheitsbild darzustellen. Dann muss man die PatientInnen vielleicht nochmal an Fachärzte für besonders stark ausgeprägte Probleme weiter überweisen. Vielleicht braucht man auch eine stationäre, auch die Reha. Ärztinnen und Ärzte müssen mit ein. Vielleicht sind auch Selbsthilfegruppen sinnvoll, um die Menschen zu unterstützen in dieser schwierigen Situation. Und all das trägt dazu bei, dass es gar nicht so einfach ist, an dieser Erkrankung zu forschen. Aber ich will auch noch was gerade im Bereich gibt es hier ein Lichtblick, die Antikörper neutralisiert von Frau Fähreschild, ich bekomme im Chat immer wieder die Hinweise, dass die Audiofunktion nicht gut ankommt oder nur immer wieder unterbrochen wird. Das geht uns allen so, dass wir das, ich selbst habe jetzt natürlich keinen technischen Einfluss, sondern das geht von der Regie aus. Sehen Sie meine Slides wieder? Das tut Ihnen, mir wirklich sehr leid. Ja, Ihnen wurde im Chat wurde unter anderem empfohlen, dass Sie Ihre Kamera ausschalten. Ja, das ist eine sehr gute Idee, mache ich. Vielleicht probieren wir das mal. Ich höre auch keinerlei Hinweise aus der Regie, tut mir leid. Ja, ich dann auch nicht. Das Problem liegt an der Verbindung von Frau Fähreschild, dass sie vielleicht im Büro oder zu Hause, wo sie gerade ist, eine schlechte Verbindung hat. Ja, okay, ich gehe mal in ein anderes Zimmer. Das mag vielleicht helfen, wer weiß es schon. Ja. Es tut mir wirklich leid, das hatte ich bisher noch nicht in diesem Zimmer. Wahlweise könnte es vielleicht helfen, wenn alle anderen Teilnehmer, die nicht irgendwie am Podium beteiligt sind, vielleicht ihre Kameras ausschalten, dass der Server vielleicht ein bisschen weniger belastet wird. So, ist es jetzt besser? Ja, deutlich besser bisher. Okay, können Sie jetzt meine Präsentation auch wieder sehen? Noch nicht, die müssen Sie wieder Muss ich freigeben. Neu teilen, okay, mache ich. Ach, wie schrecklich, das tut mir wirklich leid. Ich bin aber auch gleich fertig. Sehen Sie sie jetzt wieder? Jawohl, sehr gut. So, ja. Also ich sprach gerade darüber, dass es aber auch aus Deutschland kommend einen Lichtblick gibt, was die Therapielandschaft angeht. In der Augenklinik in Erlangen prüft man gerade ein Medikament. Da sind schon individuelle Heilversuche bei 4 PatientInnen gelaufen, dass Antikörper, die Long-Covid auslösen sollen, neutralisieren sollen. Und da ist man sehr hoffnungsvoll und dieses Projekt hat auch gerade eine ganz substanzielle Förderung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung erhalten. Und da bin ich gespannt, was da rauskommt. Damit bin ich dann auch am Ende angekommen. Ich möchte noch mal unterstreichen, Long-Covid gibt es wirklich, auch wenn es da viele Zweifler gibt, wenn man gerade so in den sozialen Medien schaut. Der Schweregrad und die individuelle Präsentation, die sind sehr variabel und wie es entsteht, ist auch noch nicht vollständig geklärt. Es ist wichtig, dass wir den PatientInnen zuhören, weil sie eine ganz wichtige Rolle in der Beschreibung und in der Richtungsgebung der weiteren Erforschung und Therapie spielen. Und entsprechende Ambulanzen und wissenschaftliche Projekte befinden sich im Aufbau und wie Sie eben gesehen haben, auch erste Therapiestudien. Ich bitte nochmal für die technischen Störungen um Entschuldigung und hoffe, dass Sie trotzdem dem Vortrag insgesamt gut folgen konnten und freue mich nachher auf die Diskussion. Dann möchte ich jetzt meinen Kollegen Andreas Reif ihm direkt den Staffelstab übergeben, damit er nun die psychischen Folgen von Corona Ihnen näher bringen kann. Ja, vielen Dank, Maria, für die freundliche Einführung. Ich hoffe, bei mir klappt es mit der Technik. Ich bin auch noch in der Klinik und auch da ist das Netzwerk nicht immer so, wie man es sich gerade wünscht. Gucken wir mal, wie weit wir klappen. Mein Bildschirm sollte auch gut zu sehen sein.
Ich werde nicht nur zu Long-Covid sprechen, eigentlich nur sehr am Rande über Long-Covid sprechen, sondern generell mich mit den Folgen der Corona-Krise und den Folgen von Covid-19 für die psychische Gesundheit beschäftigen. Und das umfasst jetzt relativ unterschiedliche Bereiche. Was betrifft das alles? Das sind die Einrichtungen des Gesundheitswesens. Das sind Patienten, die bereits manifest psychisch erkrankt sind. Das sind die psychischen Folgen von Long-Covid. Dazu hatten wir gerade im Vortrag von Maria Fereschild schon ein paar Sachen gehört. Und das sind die Folgen von Covid und der Corona-Pandemie und dem Lockdown in der Allgemeinbevölkerung. Dass dieses Thema ein wirklich großes ist, sehen Sie daran, dass es aktuell ca. 12.000 Publikationen zum Thema Mental Health und Corona bzw. Covid-19 gibt. Ich kann Ihnen heute natürlich nicht alle 12.000 Publikationen darlegen. Ich würde schlaglichtartig auf einige wichtige Dinge eingehen. Beginnen möchte ich ganz kurz mit den Einrichtungen des Gesundheitswesens. Das interessiert Sie vielleicht nicht ganz so sehr, wie das uns im Gesundheitswesen selber interessiert, aber ich denke, dennoch ist das ein Aspekt, den man nicht übergehen sollte. Und hier würde ich gerne kurz differenzieren zwischen den sogenannten somatischen Kliniken, also den Kliniken, die sich überwiegend um körperliche Erkrankungen kümmern, und dem psychiatrischen Versorgungssystem. Beginnen möchte ich mit einem Zitat meines Kollegen und Freundes Celso Arango, Psychiater in Madrid, den er April 2020 schon geschrieben hat, also über ein Jahr her, kurz nach Beginn des ersten Lockdowns. Der Professor Arango ist Konsilpsychiater in der Universitätsklinik Madrid, sehr, sehr große Klinik. Und er schreibt hier, dass er, wenn er seine Konsilrunden macht, ist er auch in der Turnhalle, wo damals 70 Betten standen, alle mit älteren Patienten, die damals aufgrund der Triage nicht auf die Intensivstation konnten und die sich dessen bewusst waren. Und er schreibt, you cannot imagine how loud the absolute silence there resonates despite the large number of patients. I am sure they all are reliving their lives. We should all learn from this lesson. Und das drückt, glaube ich, sehr, sehr eindrücklich aus, wie schlimm das für die Patienten in so einer Situation ist. Und es drückt aber auch aus, wie schlimm das für die Kollegen ist in dieser Situation, wenn wir an die Grenze der Belastung des Gesundheitssystems kommen und hier Triageentscheidungen dann treffen müssten. Und ich glaube, der letzte Ausdruck, Take Care, ist hier sehr, sehr wörtlich zu sehen. Und ich glaube, das ist ein Hilferuf an uns alle, zu sagen, so weit darf es in Deutschland gar nicht erst kommen. Ja, welche Auswirkungen hat Covid-19, welche Auswirkungen hat Corona auf die Angestellten des Gesundheitssystems? Hier sind natürlich die neuropsychiatrischen Folgen der akuten Covid-19-Erkrankung selbst zu sehen, beziehungsweise der verwendeten Therapien. Das ist der Patientenaspekt. Das sind aber auch bei den Patienten die direkten psychischen Folgen durch Quarantäne und Isolation der isolierten Patienten. Das betrifft überwiegend die Patienten im Krankenhaus. Und wir wissen mittlerweile relativ gut, dass die psychologischen Einflüsse einer Quarantänisierung tatsächlich auch zu einer signifikanten Belastung, psychologischen Belastung, psychiatrischen Belastung der betroffenen Patienten und Menschen führen. Und wir wissen auch mittlerweile relativ gut, was wir da tun müssen, um das zu reduzieren. Wir haben natürlich in den Kliniken eine erhebliche physische und psychische Belastung des Personals, nicht nur durch den Arbeitsanfall, durch die schiere Menge der Belastung, sondern auch in Teilen durch die erlernte Hilflosigkeit, dass man der Belastung gar nicht mehr Herr werden kann und letztendlich nie fertig ist, was in dieser Pandemie immer weiter und weiter geht, ohne dass jemals wirklich Ende in Sicht ist. Und vielleicht kann in der Diskussion Maria Fereschild, die ja hier tatsächlich mit den Pflegenden noch engeren Kontakt hat als ich in den somatischen Kliniken, noch ein Wort dazu sagen. Es gibt die Angst beim Personal vor eigener Ansteckung natürlich. Und dann gerade bei Triageentscheidungen auch schwere psychische Folgen des Personals bis hin zur posttraumatischen Belastungsstörung. Alles, glaube ich, Dinge, die man gut nachvollziehen kann. Wie betrifft die Pandemie unser psychiatrisches Versorgungssystem? Wir sehen eine deutliche Reduktion der ambulanten psychiatrisch-psychotherapeutischen Angebote, insbesondere in den Lockdown-Wellen. Wir haben hier tatsächlich insbesondere 2020 rasch umstellen können auf telemedizinische Verfahren, die aber natürlich bei weitem nicht alle Patienten erreichen und auch den physischen,
den realen Kontakt vollumfänglich ersetzten. Wir sahen einen Aufnahmestopp oder die komplette Schließung von insbesondere rehabilitativen Einrichtungen, von Tageskliniken. Wir sehen immer noch eine Reduktion der akuten Bettenzahl aufgrund von infektionsprophylaktischen Maßnahmen, aufgrund des Platzbedarfs anderer Fächer, nicht zuletzt durch die Ausweitung, der notwendigen Ausweitung für Covid-19-Kranke. Und das hat erhebliche Auswirkungen auf die Versorgung, insbesondere im Bereich Suchtmedizin, Alkoholabhängigkeit, aber auch Psychotherapie und Psychosomatik, sowie auch die diagnostischen Bereiche, beispielsweise bei demenziellen Erkrankungen. Wir haben ganz praktisch, insbesondere bei vulnerablen Gruppen, bei Patienten, die an demenziellen Erkrankungen, an Psychoseerkrankungen leiden, große Probleme der prophylaktischen Isolierung, soll heißen, der Isolierung der Patienten, bis ein negativer Covid-19-Abstrich da ist. Sie können sich vorstellen, dass ältere Patienten, die an einer mittelschweren Demenz leiden, hier schwer davon zu überzeugen sind, im Bett bleiben zu müssen, wenn sie denn doch tatsächlich rumlaufen können. Und bei schwer psychisch kranken, an SARS-CoV-2 infizierten Patienten, egal ob Covid-19-krank oder nicht, die müssen natürlich isoliert werden. Und das ist ein organisatorisch erheblicher Aufwand bei Patienten, die ihr Verhalten nicht selbst entsprechend regulieren können. Das Ganze hat natürlich auch erhebliche Auswirkungen auf die Organisationsstruktur unserer Kliniken und unseres Versorgungssystems. Beispiele hier: Gruppentherapien, Besuche, Ausgänge, therapeutische Belastungserprobungen bei den Patienten. Ich erzähle Ihnen das alles nicht, weil ich jammern möchte, sondern weil wir später sehen werden, dass diese Versorgungsengpässe im psychiatrischen Versorgungssystem durchaus auch Auswirkungen auf unsere Patientengruppen haben. Und das sind hier eben die bereits manifest psychisch kranken Patienten. Hier möchte ich im Folgenden insbesondere auf Patienten, die an depressiven Erkrankungen leiden, eingehen. Exemplarisch auf der anderen Seite, weil das die mit Abstand größte betroffene Patientengruppe ist, mit im Schnitt 4 Millionen an Depressionen leidenden Menschen pro Jahr in Deutschland. Ganz kurz zu einigen Symptomen der Depression. Die Patienten leiden hier an dem, was wir die kognitive Triade der Depression nennen, die negative Selbst-, Fremd- und auch Zukunftssicht. Das liegt dann auch pessimistischer Sichtweise zugrunde, der Angst, dass sich nichts bessern wird, vielen Ängsten, unter anderem auch vor Erkrankungen, vor körperlichen Symptomen, vor Verschuldung, was dann zu übertriebenen und auch ungerechtfertigten negativen Zukunftsperspektiven führt. Dazu kommt dann das Gefühl, selbst daran nichts ändern zu können, eine Inkompetenz-Illusion, die in eine Abwärtsspirale dann letztlich führt. Das bezeichnen wir als negative Selbstwirksamkeit. Antriebshemmung, sozialer Rückzug sind häufige Symptome depressiver Erkrankungen und der schlimmste Outcome der Depression ist Suizidalität. Pro Jahr versterben in Deutschland ca. 10.000 Menschen an Suizid und davon 70-90% auf dem Boden einer Depression. Und wenn Sie sich diese Symptome der Depression durchlesen, dann können Sie sich vorstellen, dass die Stimmungslage und das mediale Bombardement in Deutschland nicht dazu beiträgt, diese Symptome zu bessern, sondern im Gegenteil zu verschlimmern. Die sozialen Einschränkungen im Lockdown interagieren in unguter Weise mit Antriebshemmung und sozialem Rückzug. Das psychiatrische Hilfesystem, wie oben erwähnt, ist schwerer zugänglich und dadurch kommt es zu einem Risiko, zumindest theoretisch, der Verschlechterung von Depressionen und auch einer Zunahme bzw. Wiedererkrankung in dieser Diagnosegruppe. Also das ist zumindest eine Möglichkeit, die sehr plausibel ist. Und es wurde hypothetisiert, dass wir dadurch auch ein steigendes Suizidrisiko haben. Da gibt es Befunde aus der SARS-Epidemie Anfang der 2000er Jahre. Darauf werde ich gleich nochmal genauer zu sprechen kommen. Ja, Sie sehen hier eine Untersuchung der Stiftung Depressionshilfe. Hier wird jährlich das Deutschlandbarometer Depression erhoben. Das ist eine Telefonumfrage bei betroffenen und nicht betroffenen Menschen mit all den Nachteilen, die solche Umfragen haben. Aber Sie sehen hier, die Umfrage wurde jetzt im Herbst vor kurzem durchgeführt.
dass viele Patienten, die an einer depressiven Episode leiden, das waren hier gerade mal 100, aber doch erhebliche negative Auswirkungen der häuslichen Isolation, also der Reduktion des sozialen Lebens leiden und hier viele, viele negative Dinge identifizieren. Und möglicherweise als Folge davon auch geben immerhin 34% der Patienten an, dass es zu einer Verschlechterung der depressiven Erkrankung kommt, zu einer Rückfall in die depressive Episode, einer Verschlechterung der Depression oder sogar zu Suizidversuchen. 66% haben keine Verschlechterung an. Und jetzt kann man sagen, gut, 34% ist ein Drittel, das ist ja gar nicht so viel, aber ich bitte Sie hier zu bedenken, wir sprechen eben doch von 4 Millionen Menschen in Deutschland und davon ein Drittel, also das ist dann doch unterm Strich eine erhebliche Zahl, bei der es zumindest subjektiv zu einer Verschlechterung der depressiven Erkrankung in Folge oder zumindest zeitlichen Zusammenhang der Corona-Pandemie kommt. Ob das allerdings wirklich hält in epidemiologischen Untersuchungen, ist fraglich. Sie sehen hier die Daten der sogenannten NACO, der nationalen Kohorte. Das ist eine Kohortenstudie der Helmholtz-Gesellschaft. Insgesamt 150.000 befragte oder longitudinal untersuchte Menschen seit 2014. Und davon leiden oder litten 16.000 an einer Depression. Und man sieht hier in dieser Studie, tatsächlich, dass bei den bereits Betroffenen es nicht zu einer Erhöhung von Depressions- oder Angstwerten kommt. Sie sehen das hier an diesen Graphen. Sie sehen die Baseline, also vor der Corona-Pandemie und hier während der Pandemie. Die Dichtefunktion ist fast identisch und auch wenn Sie das im Zeitverlauf über das Lebensalter der Probanden übereinander legen, sehen Sie keinen relevanten Unterschied zwischen diesem PHQ-9-Score, der Depressivität anzeigt, zu Baseline und Kontrollen. Was man aber sieht, ist, dass bei den Gesunden dieser PHQ-9-Wert, der wie gesagt ein Depressionsscreening ist, um 3% ansteigt, und zwar von 3,5% auf 6,5%. Soll heißen, bei Gesunden verdoppelt sich die Zahl derer, die formal in diesem Screening-Instrument dann den Verdacht auf eine Depression rechtfertigen würde. Ich hatte gesagt, es gab die Vermutung, dass es zu einer Zunahme von suizidalen Handlungen oder Suiziden infolge der Pandemie kommt. Wir hatten hier eine eigene Untersuchung in Frankfurt durchführen können mit einer Baseline-Erhebung 2019, die ganz andere Studienziele letztendlich hatte, wo wir aber sehr genau erfasst hatten, welche Patienten in den 4 Frankfurter Kliniken behandelt werden. Wir konnten das dann mit der Periode der ersten beiden Pandemiewellen, März bis Dezember 2020, vergleichen. Und was wir sehen, ist keine signifikante Änderung der vollendeten Suizide, also der durch Suizid verstorbenen Menschen, aber tatsächlich eine signifikante Abnahme der Suizidversuche, und zwar um 30%. Das ist durchaus sehr, sehr groß und hatten wir in dieser Auswirkung noch nie gesehen. Wir sehen keine Änderung hier in diesen beiden Jahren bezüglich Alter, Geschlecht, Beruf oder zugrunde liegender psychiatrischer Diagnose. Was wir aber sehen, ist eine Zunahme der Zahl der alleinlebenden Patienten, die Suizidversuch verübten. Und wir sehen eine Zunahme von Intoxikationen und Suizidversuchen in der eigenen Wohnung. Wenn man sich anguckt, an welchem Wochentag der Gipfel der Suizidversuche liegt, dann ist das während der Pandemie der Mittwoch. Vorher war das am Wochenende. Wenn man sich die Uhrzeit anguckt, dann sieht man, dass wir präpandemisch durchaus Suizidversuche auch nachts hatten, hier von 1 Uhr nachts bis 7 Uhr nachts. Und das bleibt während der Pandemie fast komplett aus. Sodass die Schlussfolgerung aus diesen Daten eher ist, dass wir wahrscheinlich eine Verlagerung von Suizidversuchen aus der Öffentlichkeit in das häusliche Umfeld haben und dadurch natürlich wesentlich weniger Patienten im medizinischen System landen und dadurch auch weniger Menschen eine adäquate Hilfe angeboten werden kann. Sodass ich befürchten würde, dass wir hier in 2022 tatsächlich eine Bugwelle, die zurückschwappt, erleben werden. Ein Teil der Reduktion mag aber durchaus auch darauf zurückzuführen sein, dass wir in dieser Periode eben weniger geöffnete Gaststätten, Vergnügungsstätten etc. hatten.
hatten, sowas zu weniger Alkoholkonsum, weniger Alkoholintoxikation im öffentlichen Raum dann führt. Und allein das ist auch suizidpräventiv. Was die vollendeten Suizide angeht, kennen Sie vielleicht diese sehr medienwirksame Aussage von Herrn Zokos, Rechtsmediziner der Charité, der sagt, wir sehen mittlerweile Corona-Suizide. Da würde man sagen müssen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Herr Zokos ist Rechtsmediziner, kein Psychiater. Das ist tatsächlich Fake News. Man sieht weltweit keine Zunahme von Suiziden in der Zeit der Corona-Pandemie. Sie sehen das an dieser Meta-Analyse. Alle diese Studien zeigen entweder sogar einen Rückgang von vollendeten Suiziden oder zumindest keine Änderung. Keine Änderung wäre hier diese Mittellinie. Und was Herr Zokos letztendlich sieht, ist Suizide, die vermeintlich der Corona-Pandemie zugeschrieben werden. Das ist aber nur ein Faktor, der das Erscheinungsbild beeinflusst, aber nicht dem Suizid zugrunde liegt. Also das ist ganz klar, da ist die Wissenschaft sehr, sehr eindeutig. Wir sehen keine Zunahme von Suiziden und das ist tatsächlich auch eine gute Nachricht. Weitere psychische Erkrankungen, auf die sich die Pandemie und die Erkrankung auswirken kann, sind vielfältig. Hier sind zu nennen Angsterkrankungen, da gibt es auch medial induzierte Ängste, die ja auch ganz normal psychologisch erklärbar sind, dass ich in einer Pandemie Angst habe vor einer Infektion, ist mitnichten pathologisch, sondern ganz normal. Krankheiten, die sich dadurch äußern, dass man auf Körperstörungen und Körperdysfunktion fokussiert ist, also die sogenannten somatoformen Störungen, Hypochondrie, können natürlich befeuert werden durch die Berichterstattung und durch die Pandemie. Zwangsstörungen, insbesondere mit Waschzwang oder Infektionszwangsgedanken, können sich natürlich ganz nachvollziehbar verstärken. Bei Psychosen oder manischen Erkrankungen kann die Pandemie das Erscheinungsbild der Erkrankung formen. Das ist ein sogenannter pathoplastischer Faktor. Demenzielle Erkrankungen können sich durch Isolation und Kontaktmangel natürlich deutlich verstärken und die Patienten hier vereinsamen. Und wir sehen doch eine deutliche Verstärkung bei vielen Patienten mit Suchterkrankungen, die dann eben mehr Alkohol oder auch illegale Drogen konsumieren, insbesondere in Zeiten dann, wenn soziale Kontakte noch abnehmen. Ich möchte kurz noch auf die psychischen Folgen von Long-Covid eingehen. Da hat man gerade schon viel dazu gehört. Man kann das gruppieren in verschiedene Cluster. Das eine wäre posttraumatische Belastungsstörung. Das klang schon an mit dem Postintensivstationssyndrom. Ist, glaube ich, ganz gut durch psychologische Faktoren zu erklären und gar nicht so sehr dem Long-Covid-Syndrom zuzuordnen. Was man als Symptomcluster sieht, sind Angststörungen und Depressionen. Das ist mechanistisch nicht nur vaskulären Läsionen zuzuordnen, sondern eben auch inflammatorischen Phänomenen. Das hat Maria Ferreschild auch kurz angerissen. Ganz generell muss man sagen, dass wir heutzutage davon ausgehen, dass zumindest ein Teil von depressiven Erkrankungen auf Entzündungsmechanismen zurückzuführen sind. Insofern passt das gut in ein generelles Konzept der Entstehung von depressiven Erkrankungen. Kognitive Störungen sind sehr, sehr häufig, also Störungen im Denken, in der Konzentration, im Gedächtnis und dann als ganz prominente Symptomatik die Schlafstörung und die Fatigue. Fatigue ist hier mit Abstand die häufigste Symptomatik bei Long-Covid und für den Patienten, für die Patientinnen subjektiv sehr, sehr belastend. Risikofaktoren für diese psychischen Folgen, für diesen Cluster psychischer Folgen von Long-Covid sind die Krankheitsdauer und die Krankheitsschwere der Covid-19-Erkrankung sowie weibliches Geschlecht. Die Häufigkeit ist unklar und ich komme gleich nochmal dazu. Man geht davon aus, dass dieses psychiatrische Symptomcluster oder neuropsychiatrische Symptomcluster bei 30-50% aller symptomatischer Covid-19-Erkrankungen zu finden ist. Sie sehen hier eine relativ große Studie an ca. 4000 Fällen, in der nochmal sehr, sehr genau untersucht wurde, welche Symptome bei Long-Covid zu finden sind. Und ich möchte hier nur auf Anxiety, also Angst, Irritabilität und Depression kurz eingehen. Sie sehen, dass das bei ungefähr 50% eben der Patienten mit Long-Covid-Erkrankung nachzuweisen war, zumindest im Selbstrating. Die Erkrankungssymptome wurden von den Autoren in unterschiedliche Symptomcluster eingeteilt und Cluster 2 und 3
sind die neuropsychiatrischen Symptome. Und Sie sehen hier, dass in einem Zeitraum über ein halbes Jahr hinweg nach Abklingen der akuten Covid-Erkrankung eben dieses neuropsychiatrische Symptomcluster noch nachzuweisen war. Also recht lange nach der Erkrankung und auch sehr prominent lebensbeeinträchtigend. Sie sehen hier eine Übersicht über den Schweregrad kognitiver Störungen im Hinblick auf die Krankheitsschwere. Sie sehen oben Symptome, aber ohne Atemwegserkrankung, Atemwegserkrankung, die aber ganz gut allein zu Hause bewältigt werden konnte, bis hin dann zur Behandlung auf der Intensivstation an der Beatmung. Und Sie sehen, mit zunehmender Krankheitsschwere nehmen die kognitiven Störungen bei Patienten dann fast linear zu. Und das geht bis zu einer halben Standardabweichung. Und eine halbe Standardabweichung entspricht in etwa 7 IQ-Punkten, wenn Sie sich das mal so plastisch vorstellen möchten. Das ist also schon ein dramatischer Effekt, den hier die Long-Covid-Erkrankung mit sich bringt. Und hier sehen Sie auch nochmal die Häufigkeit dieser Einzelsymptome gelistet. Brain Fog, also das Gefühl, so ein bisschen neblig verschwommen zu denken, ist hier die häufigste, ist fast schon stehender Begriff mittlerweile. Aber auch Aufmerksamkeitsstörungen, Schwierigkeit in den exekutiven Funktionen, Verlangsamung im Denken finden Sie in bis über die Hälfte aller betroffenen Patienten und auch prominente Beeinträchtigungen, insbesondere des Kurzzeitgedächtnisses. Diese Studie hier mit dem Schweregrad bezieht sich auf 13.000 Fälle, also auch eine recht große Studie. Zu guter Letzt möchte ich auf die Folgen von der Corona-Pandemie, auf die Allgemeinbevölkerung, auf das psychische Befinden jetzt vormals gesunder Menschen eingehen. Das war eine sehr, sehr frühe Nachricht im ersten Lockdown. Sie sehen das hier, 31. März 2020, ein Nachrichtenartikel, der gesagt hat, Depressionen und Angsterkrankungen gehen sofort nach dem Lockdown deutlich hoch. Das war eine Telefonumfrage an irgendeiner eher kleineren Universität in Großbritannien. Da war viel Alarmismus, muss man sagen. Und ich glaube, dieses Bild können wir mittlerweile schon deutlich differenzierter sehen. Welche Risikofaktoren gibt es im oder durch den Lockdown? Welche Risikokonstellationen gibt es? Wir wissen, dass Kinderversorgung und Homeschooling eine erhebliche Herausforderung sein können. Wir wissen, dass das die häusliche Gemeinschaft gerade bei Homeoffice und Homeschooling in so einem erheblichen Zeitmaß in gegebenenfalls erheblicher Enge dann auch zu partnerschaftlichen Konflikten, zu Streitigkeiten bis hin zu Gewalt führen kann. Letztlich aber ist das heutzutage nicht zuletzt durch digitale Technologien für nicht vulnerable Gruppen, und das ist das Besondere, ganz gut beherrschbar. Und man kann natürlich hier auch Resilienzfaktoren fördern, präventive Maßnahmen, Wiederherstellung der Handlungskontrolle, eine gewisse Akzeptanz, auch Akzeptanz dafür, dass unter diesen Bedingungen kein Business as usual möglich ist. Und man sollte sich vor allem auch nicht exzessiv mit der Pandemie beschäftigen. Das sind Resilienzfaktoren, die wir, denke ich mal, sehr viel mehr vermitteln sollten, als den Alarmismus zu verbreiten. Was ganz, ganz erheblich ist, sind die drohenden wirtschaftlichen Beeinträchtigungen durch Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und ähnliche wirtschaftliche Faktoren, die existenzielle Risiken mit sich bringen. Und das ist natürlich ein erheblicher Risikofaktor für psychische Erkrankungen. Und wie sieht das jetzt tatsächlich aus? Wir können ja letztlich diese Corona-Pandemie und die Lockdowns tatsächlich auch als Naturexperiment betrachten, wie man als Mensch, wie man als Gesellschaft mit kollektiven Stressoren umgeht und welche Auswirkungen die haben. Und genau in dieser Logik gibt es auch etliche longitudinale Studien, die vorher schon begannen. Eine davon hatten wir hier tatsächlich in Frankfurt durchgeführt. Und Sie sehen hier zu einer Baseline, das war also auch 2018, 2019, die psychische Dysfunktion, also wie gesund waren diese Menschen. Und hier im Lockdown dann die Veränderung. Und hier ist tatsächlich die Erklärung durcheinander gekommen. Es tut mir leid. Entschuldigung. Sie sehen, dass zur Baseline hier die meisten Menschen geringere Werte im Mittel aufwiesen als tatsächlich im Lockdown. Wenn Sie das jetzt mal so der Zeit nach bewerten, würde ich Sie bitten, zuerst auf das untere zu gucken.
Das ist die Belastung durch Stress, durch tägliche kleine nervige Sachen, also Pendeln, Arbeitsbelastung, nörgeliger Chef etc. Und Sie sehen, dass das in den ersten Wochen des Lockdowns signifikant abgenommen hat. Für fast alle der Untersuchten ungefähr 500 Menschen. Und parallel dazu für die Mehrheit nimmt auch tatsächlich die psychische Belastung ab. Diese grüne Linie hier unten sind 80% der untersuchten Menschen. Also die Mehrzahl aller Menschen reagiert auf den Lockdown eher gelassen und eher mit einer Verbesserung der psychischen Gesundheit. 20% allerdings steigen zunächst an, beziehungsweise steigen mit einer gewissen Verzögerung an und ungefähr 10% der Menschen übersteigen dann den Grenzwert für tatsächliche Erkrankung. Es gibt also hier auch in der allgemeinen Bevölkerung eine Risikogruppe, die auf diesen Stressor mit Belastung, mit Angst, mit Depression reagiert. Eine Gruppe, die hier besonders betroffen ist, sind Kinder und Jugendliche. Sie kennen vielleicht alle diese sogenannte COPSI-Studie aus Hamburg. Entschuldigung, insgesamt 1.500 befragte Familien ungefähr. Und Sie sehen, im Vergleich zu präpandemischer Zeit bei beiden Wellen der Krankheit, also 2020 und 2021, eine signifikante, deutliche Zunahme von psychischen Problemen, von Angstsymptomen, von depressiven Symptomen und eine Verschlechterung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität. Wie gesagt, das sind hier Symptome, das sind keine Erkrankungen, das muss man immer bedenken bei diesen Untersuchungen, aber auf Symptomebene, da sehen wir eine deutliche Zunahme. Und das sehen wir nicht nur bei Jugendlichen in Deutschland, das sehen wir weltweit. Sie sehen hier eine große Studie, die vor kurzem in Lancet publiziert worden sind, Männer und Frauen getrennt betrachtend. Und Sie sehen hier in Blau vor die Zeit, die präpandemische Zeit, in Rot die postpandemische Zeit. Und Sie sehen sowohl, was depressive Symptome angeht, als auch Angstsymptome angeht, bei Männern wie Frauen gleichzeitig einen Anstieg während der Pandemie. Und es wird hier geschätzt, dass weltweit 53 Millionen Menschen zusätzlich an einer Depression und 76 Millionen Menschen zusätzlich an einer Angsterkrankung leiden. Man muss ein bisschen Kaviat einfügen. Diese Untersuchung ist fast komplett auf Symptomebene, nicht auf Diagnoseebene. Also ob das wirklich nur Erkrankungen sind oder gerade bei den Angststörungen nicht auch ganz berechtigte Ängste, das bleibt ein bisschen offen. Dennoch denke ich, muss man insbesondere diese Angaben zur Depression durchaus ernst nehmen. Und Sie sehen hier in dieser Zwiebelgrafik, die quasi den Überschuss an Erkrankungen durch die Corona-Pandemie über die Lebenszeit hinweg bei den unterschiedlichen Geschlechtern. Ich würde Sie bitten, hier auf den pinken Balken, auf diesen, violetten, lavenderfarbenen Balken zu gucken. Depression, insbesondere bei Frauen, insbesondere bei jüngeren Frauen. Hier sehen wir eine deutliche exzessive Mortalität an dieser Erkrankung. Also das scheint sich doch insbesondere bei jüngeren Bevölkerungsgruppen und insbesondere bei Frauen signifikant auf die Häufigkeit von depressiven Erkrankungen auszuwirken. Da sehen wir, dass die letzte Studie, die ich Ihnen mitgebracht habe, hier auch an der Inanspruchnahme von Helplines, das wäre in Deutschland Telefonseelsorge, heißt in anderen Ländern ein bisschen anders. Das ist eine Untersuchung aus internationale Untersuchungen, die deutsche, französische, amerikanische und viele andere Helplines untersucht hat. Und man sieht eine Verschiebung der Themen hin zu Einsamkeit, hin zu Angst, weg von den üblichen Themen wie Partnerschaftsproblemen und Ähnliches. Und man sieht hier eben auch eine deutliche Zunahme der Anrufe bei diesen Helplines nach Beginn der Corona-Pandemie. Also das spricht auch für eine unspezifische Zunahme von pandemiebedingten Ängsten. Hier noch eine Weltkarte aus dieser Lancet-Untersuchung. Man sieht hier im Farbcode, wie sehr das in unterschiedlichen Ländern zugenommen hat. Man sieht hier insbesondere eine deutliche Steigerung in Südamerika, Zentralamerika. In Deutschland ist das nicht ganz so ausgeprägt. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir deutlich bessere Daten aus präpandemischen Zeiten haben. Und von vielen dieser Ländern, gerade in Zentralafrika, ist die Datengrundlage gar nicht so gut. Ich würde gerne zusammenfassen. Die Corona-Pandemie hat profunde Auswirkungen auf das psychiatrische Versorgungssystem und nicht zuletzt dadurch,
kann es bei vulnerablen Gruppen, prädisponierten Menschen, manifest erkrankten Patienten möglicherweise zu einer Verschlechterung der Erkrankung kommen, obwohl das aufgrund der Datenlage wirklich nicht so klar ist, wie es häufig dargestellt wird. Hier würde ich dafür votieren, insbesondere existenzielle wirtschaftliche Bedrohungen sehr ernst zu nehmen. Und das zeigt sich in allen Studien. Da, wo diese wirtschaftlichen Folgen von Corona abgepuffert werden, da ist die Zunahme von psychischen Erkrankungen auch deutlich geringer ausgeprägt. Diese weichen Folgen des Lockdowns führen bei der Mehrheit der Bevölkerung nicht zu einer Verschlechterung des psychischen Befindens, aber bei einer vulnerablen Gruppe, die umfasst immerhin 10% der Allgemeinbevölkerung, also 8 Millionen Menschen in Deutschland, führt das zu Zeichen einer psychischen Erkrankung und darüber dann eben auch zu einer Zunahme psychischer Erkrankungen insgesamt. Und hier ist insbesondere die Depression zu nennen. Und das sind wohl insbesondere Kinder, Jugendliche, junge Frauen, die hier besonders betroffen sind. Und zu guter Letzt, Long-Covid führt zu relevanten neuropsychiatrischen Folgen, insbesondere Depression und kognitiven Störungen. Ich möchte unseren ganzen Unterstützern danken, die unsere Arbeit in der Psychiatrie hier unterstützt haben, nicht zuletzt den Freunden und Förderern der Universität, der Firma Max, und möchte mit dieser Schlussfolgerung aus dem Covid-19 Mental Disorder Collaborators Papers schließen, dass wir uns auch um die psychischen Folgen von Covid kümmern müssen. Und das können präventive Maßnahmen sein. Vor allem aber dieser Satz, taking no action to address the burden of major depressive disorder and anxiety disorders should not be an option. Wir müssen also hier was tun. Ich danke für Ihr Zuhören und freue mich schon sehr auf die Diskussion. Liebe Frau Fehrerschild, lieber Herr Reif, ich bin jetzt vermutlich nicht zugeschaltet, wie ich das hier sehe, oder ich kann mich zumindest nicht sehen. Ich hoffe, Sie können mich hören. Ja, sehr gut. Jetzt habe ich hier eine Aufforderung, nochmal das Video neu zu starten, aber das lässt sich nicht ansteuern. Moment, ich versuche es nochmal. Prima. Also, ganz herzlichen Dank für die beiden tollen Impulsreferate zur Einleitung und zur Anregung auch der Diskussion. Frau Fehrerschild, Ihnen besonderer Dank, dass Sie trotz Erkrankung bei uns bleiben. Es kamen im Chat hierzu Kommentare, gerade als auch die Tonstörungen war. Zum Beispiel, wir sind froh, dass Sie überhaupt den Vortrag halten. Oder ja, wir haben alle Zeit für Ihren hervorragenden Vortrag, als Sie dann noch Zusatzzeit erbeten hatten. Und immer natürlich auch wieder Danksagungen, denen ich mich nur anschließen kann. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind natürlich alle irgendwo genervt von Covid und vor allem von der Dauer, von der etwas doch immer wieder Unberechenbarkeit und immer wieder andere Verhaltensregeln. Wir sind im Beruf auch strapaziert. Gerade eine letzte Frage war, wie kann man überhaupt die Pflege noch in den Krankenhäusern oder auf den Intensivstationen halten. Das ist eine Berufsgruppe, die ständig extrem strapaziert ist. Und das ist natürlich auch mehr als anerkennenswert und sicher eine andauernde Herausforderung und nicht nur eine Frage des Zuspruchs und der Motivation und des Dankes, sondern letztlich natürlich auch eine Frage der finanziellen Ausstattung und der Vergütung dieses Personals, was ich am Rande nur bemerken kann. Im Übrigen sind wir natürlich auch in gewisser Sorge, wie das so weitergeht und dieser Verunsicherung. Und das trägt alles dazu bei, dass wir einerseits körperlich belastet sind, in bestimmten Berufsgruppen besonders, aber eben auch von der Psyche her alle belastet sind. Jetzt waren einige Fragen, die sehr speziell waren, zum Beispiel zu temporären Blutbildveränderungen, zur Nachweis von antinuklearen Antikörpern. Frau Fehrerschild, Sie hatten das schon dankenswerterweise im Chat direkt beantwortet. Dann hat sich so eine Paralleldiskussion entwickelt zum Krankheitsbild der myalgischen Enzephalomyelitis respektive des Chronic Fatigue Syndrom, was es ja auch unabhängig jetzt von Post-Covid gibt. Da wurde auf neuroimmunologische
Grundlagen und Pathogenese hingewiesen und auch Selbsthilfegruppen und so weiter. Und in dem ersten Zusammenhang vielleicht die Frage, die auch im Chat gestellt wurde, wo kann man denn Hilfe bekommen, wenn man solche Schübe erleidet oder unter Post-Covid leidet? Wer ist jetzt gefragt, Herr Reif oder ich? Darf ich da kurz beginnen? Frau Fereschel, vielleicht beginnen Sie. Ja. Ich würde da eigentlich gerne einen größeren Bogen schlagen, weil eigentlich ganz viele Fragen in diese Richtung gehen. Interessanterweise auch die, was muss passieren, um medizinisches Personal in den Kliniken zu halten? Und hier gab es ja auch jemanden, der gesagt hat, die Ärzte kennen sich nicht aus oder die beschäftigen sich nicht mit meinen Problemen. Und ich persönlich glaube, dass das alles denselben Grund hat, nämlich dass unser Gesundheitssystem in den letzten Jahren einfach so stark auf Effizienz kleinrationalisiert wurde, dass man einfach überhaupt gar nicht mehr den Freiraum hat, sich jetzt mit neuen Krankheitsbildern zu beschäftigen. Jetzt kann man sogar sagen, ME/CFS ist gar nicht neu, aber kommt jetzt erst so an die Oberfläche durch Covid. Aber ein Grund, warum es so schwer ist, einen Arzt zu finden oder eine Ärztin, die sich damit beschäftigt, ist, weil natürlich nicht nur das Pflegepersonal auf den Intensivstationen überlastet ist, sondern auch das Pflegepersonal auf den Normalstationen und natürlich auch die Ärztinnen und Ärzte in allen Bereichen, würde ich eigentlich sagen wollen, unseres Gesundheitssystems. Und ich glaube, dass es oft gar nicht so ist, dass wir uns darum nicht kümmern wollen, aber wir können es einfach irgendwann auch nicht mehr, weil unser Tag eben auch nur 12 Stunden, sage ich jetzt mal, hat, die man dann in so einem Krankenhaus verbringen kann maximal. Und da liegen, glaube ich, ganz viele der Probleme. Und wenn mich jetzt jemand fragt, wo soll ich denn hingehen mit meinem Long-Covid, dann muss ich ganz ehrlich sagen, es fällt mir da schwer, eine gute Antwort zu finden. Die Frau Krüger hat hier im Chat sehr gute Anlaufstellen schon genannt. Und die Universitätskliniker, die bemühen sich auch alle, solche Long-Covid-Ambulanzen aufzubauen. Aber auch bei uns ist es jetzt zum Beispiel so, durch die erneute Welle, die wir jetzt bewältigen müssen von Akut-Covid, mussten wir ganz viel Personal wieder aus dieser Ambulanz abziehen und können einfach jetzt keine PatientInnen mehr sehen, weil einfach nicht genug Leute da sind. Und zum Glück, das ist jetzt eine ganz gute Nachricht, steht im Koalitionsvertrag, dass man sich dafür einsetzen wird, oder ich lese mal vor, zur weiteren Erforschung und Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung rund um die Langzeitfolgen von Covid-19 sowie für das chronische Fatigue-Syndrom schaffen wir ein deutschlandweites Netzwerk von Kompetenzzentren und interdisziplinären Ambulanzen. Klingt erstmal gut, aber mittlerweile ist man ja vorsichtig, bevor die Dinge nicht umgesetzt sind, tue ich mich ein bisschen schwer, mich jetzt schon zu freuen. Aber ich weiß, dass das Land Hessen da auch schon dran arbeitet und mit uns da auch schon in der Kommunikation steht, um diese Situation zu verbessern. Wird hoffentlich auch kommen, ja. Andreas? Ja, also ich kann dem nur zustimmen. Ich würde mich freuen, wenn das Land Hessen da auch auf die Psychiatrie zukommt. Wir haben ja auch eine Long-Covid-Ambulanz für die psychiatrischen Folgen von Long-Covid, die aber natürlich auch kapazitätsmäßig bei Weitem nicht ausreicht. Es ist ja schon so, dass wir plötzlich eine neue Erkrankung dazu bekommen haben, aber mitnichten mehr Personal. Und sogar wenn wir das Geld hätten, wäre das Personal nicht da. Also da sind wir jetzt bei ganz, ganz vielen Folgen des Gesundheitswesens und, was du ja, Maria, schon angesprochen hattest, der Tatsache, dass wir dieses Gesundheitssystem in den letzten Jahren auf Kante genäht haben und dadurch einfach keine Ressourcen mehr da sind. Und jetzt reißt eben diese Kante, weil wir noch zusätzlich Menschen haben, die aus dem System durch Krankheit, Quarantäne und sonst irgendwas rausfallen. Also ich glaube, das können wir heute gar nicht abschließend diskutieren, weil wir da eher eine gesundheitspolitische Diskussion führen und meiner Meinung nach auch führen müssen. Ich denke, die Kliniken, die am meisten darunter leiden, sind die deutschen Universitätskliniken. Wir versorgen fast 25% aller schweren Covid-Fälle, sind aber nur 30 von irgendwie 1000 irgendwas Kliniken in Deutschland.
Ich würde ganz gerne auf einen Aspekt noch eingehen, den ich im Chat ein paar Mal gelesen habe, wenn ich darf, Roland. Klar, natürlich, gerne. War die Unterscheidung eben neuroimmunologische Erkrankungen, dass eben Long-Covid-Symptome neuroimmunologisch sind, dass MECF neuroimmunologisch ist, Chronic Fatigue möglicherweise neuroimmunologisch ist und man eben das nicht als Depression bezeichnen sollte. Ich glaube, an der Stelle muss man einfach mal sagen, dass auch die Depression eben eine neuroimmunologische Erkrankung ist, zumindest im großen Teil. Und dass Depression eine sehr, sehr pathomechanistisch unscharf definierte Erkrankung ist, von der wir fassen hier wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedliche Erkrankungen zusammen. Und ich würde da gar kein Entweder-Oder sehen, sondern eben vielmehr sagen, naja, Teil der depressiven Erkrankungen sind neuroimmunologisch bedingt. Und das können wir auch ganz gut messen. Wir wissen, dass erhöhte proinflammatorische Zytokinspiegel hier eine wichtige Rolle spielen. Erhöhtes Interleukin 6, erhöhtes TNF-Alpha und ähnliche Pathomechanismen, die dann ganz plötzlich Verbindungen auch eben zu den Nachbardisziplinen Rheumatologie, Innere Medizin, Dermatologie dann auch nahelegen. Also diese Dichotomie würde ich überhaupt nicht machen. Depressionen sind körperliche Erkrankungen, die wir noch nicht so gut definieren können, weil wir so schlecht ans Gehirn drankommen. Roland Kaufmann kommt relativ einfach an die Haut dran. Wir kommen nicht ganz so gut ans Gehirn dran. Das ist das Problem, mit dem wir zu tun haben. Was aber schon nochmal ein deutlicher Unterschied zwischen diesen tatsächlich infektiös und postinfektiös bedingten Erkrankungen und den in Anführungszeichen normalen Depressionen ist diese ausgeprägte Fatigue und Müdigkeit, die wir bei den Patienten, bei denen eben keine postinfektiöse Ursache vorliegt, nicht so finden können. Hier finden wir zwar auch Müdigkeit und Erschöpfung, aber eher durch die Schlaflosigkeit, durch den Schlafmangel. Und die Patienten sind sehr wach und gespannt und gleichzeitig aber auch erschöpft. Und die Fatigue bei den kann das Maria nochmal bestätigen, bei den Patienten, die an Long-Covid leiden, das ist tatsächlich eher so eine bleierne Müdigkeit und die kommen gar nicht erst hoch. Das ist psychopathologisch schon ein anderes Bild, was aber ähnlich benannt wird, was die Unterscheidung zum Teil nicht einfach macht. Und auch viele Studien, die sich nur mit irgendwelchen Screening-Fragebögen der Symptomatik nähern, also sind sie müde oder nicht, das ist eine sehr unspezifische und schlechte Frage, weil die Ursache dieser Müdigkeit ganz unterschiedlich sein kann. Ja, danke nochmal für diese sicher hilfreiche und wichtige Präzisierung. In dem Zusammenhang wurde auch gefragt, ob Long-Covid oder Post-Covid, ob diese Symptomatik dabei in Schüben verläuft oder ob das eher so ein Kontinuum ist, was dann allmählich abnimmt. Ja, also das berichten die Patientinnen oft, dass sie das in Schüben erleben. Hier kommt auch nochmal ein wichtiger Hinweis, der weiter oben auch schon genannt wurde. Auch hier muss man wieder sehr gut differenzieren zwischen der Art der Long-Covid-Symptome. Für manche PatientInnen kann eine leichte Aktivität hilfreich sein, aber für andere kann sie eben auch ein zurückgeworfen werden in eine Verschlechterung bedeuten. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo man sagen muss, da müssen auch die ganzen Reha-Kliniken, die müssen alle noch Erfahrungen sammeln mit diesen Dingen, damit sie nicht nachher Menschen schaden, anstatt ihnen weiterzuhelfen. Und ich glaube, das ist wieder so ein Punkt, wo man auch den Patienten viel zuhören muss und nicht immer sagen kann, ach, das habe ich jetzt immer so gemacht mit allen Krankheiten, das muss hier jetzt auch funktionieren, sondern wo man eben auch gucken muss, okay, vielleicht muss ich hier in kleineren Schritten rangehen, die Belastbarkeitsgrenze von so einem Fatigue-Patienten, die ist eben einfach nochmal unfassbar viel niedriger, als man sich das vorstellen kann, ja, in der Herzsportgruppe zum Beispiel. Und das kam hier einfach jetzt noch mehrfach und das habe ich jetzt auch schon relativ häufig mitbekommen, so eine Situation, wo Menschen überfordert würden. Jetzt kommt hier noch eine Frage. Ja, genau. Nee, ist nur eine. Eigentlich eine. Ja, es hat sich wieder auf das Chronic Fatigue und auf die Belastungsintoleranz. Also sicher ist es sehr vorsichtig, damit umzugehen. Aber ich glaube schon, Belastung. Ich glaube trotzdem, dass man versuchen muss, bei diesen PatientInnen trotzdem auch zu klären, ob nicht eine Depression vorliegt.
Klar, das wird einem vielleicht nicht immer gelingen, aber ich finde es auch schwierig, dann zu sagen, nein, das ist alles nur das Fatigue und ich kann dann also mich jetzt nicht bewegen und ich kann nichts tun. Ich glaube, man muss schon dann versuchen, das möglichst differenziert irgendwie auseinander zu tüfteln, um den Menschen dann auch noch gezielter helfen zu können und sich nicht in eine Sache sozusagen zu verbeißen. Fragen, die auch Patienten immer wieder stellen, ob man irgendwas tun kann, auch präventiv tun kann, ob Vitamine, Spurenelemente, ob irgendetwas helfen würde. Man kann sich impfen lassen, damit man gar nicht erst Covid kriegt und dann kriegt man wahrscheinlich auch kein Long-Covid. Ja, das schließt die nächste Frage an. Wie ist es denn, wenn man geimpft ist, hat eine Durchbruchinfektion? Ist die Wahrscheinlichkeit ist deutlich niedriger. Ja, und hat dann trotzdem solche Beschwerden. Ist es für solche, die das haben und noch nicht geimpft sind oder auch welche, die geimpft sind, während der Phase der Post-Covid-Symptome sinnvoll, sich impfen zu lassen? Also es gibt Studien, die da einen leichten positiven Effekt in diesen, gerade in diesen Fatigue-Symptomen dokumentiert haben. Ich habe aber jetzt auch schon von Einzelfällen gehört, so wo die eigentlich eher das Gegenteil beobachtet haben, wo sich das dann durch die Impfung eher wieder verschlechtert hat, wo das eben so einen Schub ausgelöst hat. Also ich würde sagen, in Summe, wenn man die Literatur anguckt, vielleicht ein leicht positiver Effekt, aber das kann man eben dann leider doch wieder nicht auf alle Individuen extrapolieren. Ja. Und jetzt wird hier gesagt, bei Geimpften und auch bei milden Verläufen gibt es trotzdem Long-Covid. Ja, stimmt, aber die Wahrscheinlichkeit wird trotzdem kleiner, als wenn ich nicht geimpft bin. Ja, wenn man das mal so in Zahlen ausdrückt, wir haben ja ungefähr knapp 5,9 Millionen Infizierte in der Bundesrepublik. Im deutschsprachigen Raum kämen noch von Österreich, der Schweiz nochmal 2 Millionen dazu. Von denen, die genesen sind, sind es knapp 8 Millionen. Das ist fast so viel, wie die Schweiz oder auch Österreich Einwohner hat, die von Covid genesen sind. Von diesen knapp 8 Millionen, wie viel bekommen denn ungefähr Post-Covid? Ja, sind das diese 10-15%? Ja, genau, ich hatte es in dieser Leitlinie, wurde das so betitelt. Aber wie gesagt, da gehen die Studien auch auseinander und es kommt ja auch darauf an, welche Definition man dann verwendet. Ja. Nehme ich die Definition, ich zähle erst ab 12 Wochen oder ab 8 und dann ändert sich die Zahl natürlich auch immer in Abhängigkeit von der Definition. Und deshalb ist es gut, dass es jetzt diese WHO-Definition gibt, ja, weil die jetzt hoffentlich erstmal alle nutzen werden, die da weiter wissenschaftlich dran arbeiten. Ich meine, die Frage ist doch, die sich mir immer stellt, wenn ich diese Zahlen lese, von welcher Grundgesamtheit gehen wir auf? Gehen wir von der Grundgesamtheit aus, die eine bestätigte SARS-CoV-2-Infektion hatten? Gehen wir von denen aus, die irgendwie symptomatisch waren, bei denen die subjektiv ohne Bestätigung symptomatisch sind oder die, die schwer erkrankt sind? Und also so wie ich die Zahlen interpretieren würde, ist doch zumindest die Wahrscheinlichkeit, Long-Covid zu bekommen, umso höher, je schwerer die Erkrankung war, oder? Das ist eine wichtige Frage. Ja, schon. Aber sie ist eben nicht null, wenn ich einen leichten Verlauf hatte. Ja, klar. Das ist klar. Halt das Bedrohliche, sag ich mal. Wir sprechen in Risiken, ne? Und die können natürlich individuell immer mal anders verlaufen. Aber ich glaube, das macht diese absolute Beantwortung der Frage, wie viele Patienten sind es denn, relativ schwer. Oder kennst du wirklich epidemiologische Untersuchungen, die Bevölkerung screenen nach Antikörperstatus und sagen, okay, bei so und so viel gibt es jetzt tatsächlich noch Covid-Symptome, also ganz unabhängig. Das Problem, das in den ersten großen Studien bestand, war, dass es keine Kontrollgruppen gab. Und das habe ich versucht, mit dieser Kinderstudie kurz zu zeigen. Und man dann das eben dieses ganze Grundrauschen, also die ganze Belastung durch Covid und überhaupt das Leben an sich sozusagen, dass die da mit reinspielen. Und jetzt laufen größere Kohorten, wo man eben diese Kontrollgruppen auch viel besser mit einbindet. Und da verspreche ich mir dann auch viel aussagekräftigere Daten davon. Ja, an dieser Stelle vielleicht auch nochmal
was jetzt Symptome angeht oder Verhaltensempfehlungen angeht. Es gibt ja von der WHO auch eine Broschüre zu diesem Long-Covid. Es gibt da von der Arbeitsgemeinschaft medizinisch-wissenschaftlicher Gesellschaft, der AWMF, eine Leitlinie mit vielen hilfreichen Hinweisen, das nur noch mal auch am Rande bemerkt. Jetzt waren noch so ganz andere Fragen. Hier ist noch was zur Sehschwäche, ja, ne? Bitte, ja. Ja, ich persönlich kenne keinen Fall zur Sehschwäche, jetzt persönlich, aber es wäre nichts heißen, aber ich halte das für äußerst realistisch, weil es ja um Mikrozirkulationsstörungen auch geht bei der Covid-Erkrankung. Und gerade die Retina ist natürlich ein Gebilde, das extrem gut durchblutet ist, wo die Mikrozirkulation eine große Rolle spielt. Deshalb halte ich das für durchaus realistisch, dass es existiert, auch wenn ich das jetzt persönlich so noch nicht gesehen habe. Dann waren noch zwei Fragen zu genderspezifischen Unterschieden und warum bestimmte Symptome bei Frauen, Andreas, du hast es, glaube ich, erwähnt, häufiger sind. Gut, also ich glaube, was die Depression, ich würde es jetzt wirklich, ich habe die Diskussion im Chat ein bisschen mitverfolgt, ja, und ja. Ich glaube, es hilft an der Stelle wirklich nicht weiter, künstlich abzugrenzen, die Depression und die MECF oder Long-Covid-Symptomatik, weil die meisten Untersuchungen wirklich von depressiven Symptomen sprechen. Und die sind nun mal unspezifisch. Und natürlich ist eben eine genuin, gibt es verschiedene, ganz, ganz verschiedene Ausprägungen, Phänotypen von depressiven Erkrankungen. Ob man die immer eins zu eins zu Pathomechanismen mappen kann, das weiß ich nicht. Und ich glaube, die Diskussion darüber ist auch eher artifiziell. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir die richtigen Behandlungen zum richtigen Patienten bringen. Das ist doch das Entscheidende, dass wir wissen müssen, welcher Krankheitsmechanismus ist bei irgendeinem Patienten betroffen und wie kann ich auf diesen Erkrankungsmechanismus abzielen. Und das kann ich leider nicht, das kann momentan noch niemand. Das ist eben der heilige Gral der Psychiatrie. Und das ist der Grund, warum wir momentan alle Patienten noch relativ gleichmäßig oder gleichartig behandeln, weil uns die Werkzeuge dazu fehlen. Das ist eine deutliche Wissenslücke, die auch darüber oder dadurch bedingt ist letztendlich, weil wir viel zu wenig Forschung in dem Bereich haben. Da würde ich jedem sofort zustimmen. Aber ganz wichtig ist es eben, Depression ist nicht eine abgekapselte Erkrankung, es ist ein Sammelbegriff. Es ist wie Fieber oder wenn man vor 100 Jahren irgendwie Atemwegsbeschwerden mit Penicillin behandelt hätte, hätten manche darauf reagiert und manche halt nicht, weil man einfach nicht wusste, was für ein Mechanismus liegt darunter. Und ähnlich ist es bei Depressionen meiner Meinung nach momentan auch. Die differenziellen Effekte bei Frauen, glaube ich, sind erstmal epidemiologisch ja robust. Die sind generell so, dass Frauen doppelt so häufig betroffen sind an Depressionen wie Männer. Warum, weiß letztendlich auch kein Mensch, aber ich glaube gerade, dass die Schnittmenge immunologischer Erkrankungen mit depressiven Erkrankungen hier eine Rolle spielt. Frauen sind generell häufiger betroffen von immunologischen, autoimmunen Erkrankungen. Kann man jetzt lange drüber spekulieren, ob eben die Immuntoleranz aufgrund von Schwangerschaften oder potenzieller Schwangerschaften hier eine evolutionäre Rolle gespielt hat. Das ist nicht wirklich mein Beritt. Ich glaube, da können die Internisten unter uns mehr dazu sagen. Aber ich würde diesen Gender-Effekt bei der Häufigkeit von depressiven Symptomen infolge jetzt der Corona-Pandemie als Reflexion des generell höheren Depressionsrisikos bei Frauen interpretieren. Ich weiß nicht, Maria, ob du noch was dazu sagen kannst. Ja, also interessanterweise, das war auch weiter oben eine Frage, ist ja, ein schwerer Covid-Verlauf bei Männern häufiger, um das auch noch beantwortet zu haben, als bei Frauen. Warum jetzt Frauen diese Long-Covid-Symptome öfter haben, das kann ich dir tatsächlich leider nicht beantworten. Dieser Chat ist so ein bisschen, das geht alles sehr schnell, man kann da kaum drauf eingehen, ja. Ehrlich gesagt. Das überfordert mich ein Frage wenig. Vielleicht noch, wie an Andreas im Kontext mit dem suizidalen Verhalten, ob die verordneten Maßnahmen, Isolation, Kontaktbeschränkung, also das war ja insbesondere Thematik während des Lockdowns, ob das vermehrt zu Suiziden geführt hatte in dieser häuslichen Isolation. Du hast es ja schon mal angesprochen, aber kannst du das vielleicht noch mal
Präzisieren. Also ich glaube, die Daten sind ganz klar. Wir sehen keine Zunahme von Suiziden. Denke also auch die Lockdown-Maßnahmen, die haben nicht zu einer vermehrten Zahl von Suiziden geführt. Das einzige Land und der einzige Zeitraum weltweit, wo man das gesehen hat, war japanische Frauen im Oktober letzten Jahres, warum auch immer. Das kann aber auch mal ein statistischer Ausreißer sein. Also da, glaube ich, kann man wirklich ganz sicher sein. Was Suizidversuche angeht, ist die Datenlage sehr viel schlechter, aber auch da gibt es keine belastbaren Daten für eine Zunahme. Ja, die Daten, die wir haben, sprechen eher für ein Gleichbleiben oder eine Abnahme. Ich glaube, das Entscheidende, und das zeigt sich wirklich, ist die Abpufferung von sozioökonomischen Folgen. Der Lockdown an sich, die Kontaktabnahmen im letzten Jahr, die waren jetzt nicht prädiktiv für eine Zunahme suizidalen Verhaltens. Aber ich glaube, was wichtig sein wird, ist die sozioökonomischen Folgen, die wirtschaftlichen Folgen abzupuffern. Das ist sehr viel entscheidender als die Tatsache, dass die Leute jetzt mal für 6 Wochen nicht ins Restaurant gehen können. Ich sage es jetzt mal absichtlich etwas flapsig. Das ist eine Lebensbelastung, mit der die Menschen umgehen können, die man auch nicht dramatisieren muss. Aber wenn durch die Folgen der Pandemie dann der Arbeitsplatz weg ist, wenn ich dann plötzlich kein Einkommen mehr habe, dann sieht das natürlich ganz anders aus. Und das sind dann tatsächlich weitreichende Lebensereignisse. Ja, es sind jetzt noch einige interessante Fragen im Chat, die Sie vielleicht sonst auch per E-Mail nochmal an uns richten können. Wir sind leider jetzt mit der Zeit, sag mal, am Ende der Sendung angelangt. Ich darf Ihnen alle an den Bildschirmen für Ihre Geduld und für Ihr Interesse ganz herzlich danken. Besonders bedanken möchte ich mich bei unseren beiden Expertinnen und Experten, Frau Fehrerschild, für Ihren tollen Beitrag und auch für die interessante Diskussionsbemerkungen, trotz Ihrer eigenen Erkältung. Das ist ja was Besonderes, wenn man als Virologin vermutlich dann mit einem Virus infiziert ist. Ich bin keine Virologin. Als Infektiologin, richtig stellen. Ich arbeite ja am als Patienten. Infektiologin, am Patienten. Genau. Dass er wegen Virus vermutlich mit einem Virus infiziert sind. Also Ihnen jedenfalls gute Besserung, Frau Fehrerschild. Und den Professor Reif ebenfalls, lieber Andreas, herzlichen Dank, dir auch alles Gute und Ihnen allen zu Hause noch einen schönen Abend. Ganz herzlichen Dank.